Hier ist der Hon und der ist in Hamburg, in der schönen Hansestadt Hamburg. Ich sag erstmal Hubbel Hubbel, Moss Moss. So, was macht der Hon in Hamburg? Erstens mal, weil die Mama Hon Geburtstag hat, die ist 90 geworden. Und der Hon hat einen Termin bei der Spiegel. Haha! Und da freut er sich und ist absolut überrascht, absolut interessiert. Was kommt auf den Hon und auf euch drauf zu? Also, der Hon in Hamburg beim Besuch beim Spiegel. Der Hon! Carrera, was sag ich da nur? Türkisch Airlines Lounge. Der Hon war beim Spiegel. Ein sehr nettes Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen geplaudert mit dem Herrn Müller vom Spiegel, der ja auch einen YouTube-Kanal hat. Und da haben sie sozusagen auf der einen Seite, er ist zwar kein YouTuber in dem Sinne, aber ich finde den Kanal sehr schön und sehr informativ. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, weil er natürlich eine andere Sichtweise auf den Bereich des Hon Circles hat. Der ist ja selbst Hon Circle, wie ich das habe. Und von der Seite haben wir jetzt erstmal ein bisschen geplaudert. Und dann werden wir mal sehen, wann, und darauf kommt es ja jetzt an, dass jetzt die Einladung schon mal steht. VIP Talk mit dem Spiegel beim Hon. Das ist ein Wow, oder? So, das war's. Heute ist Birthday Day, also das heißt, vom Spiegel jetzt zum Geburtstag zur Mama Hon. Freue ich mich. So, der Wagen ist schon wieder abgegeben. Ein wundervoller Geburtstag der Mama Hon geht zu Ende. Und Hamburg, bye bye Hamburg. Und es geht jetzt direkt von Hamburg nach Paris. Autoverleihfirmen, die uns einen besonderen Service anbieten. Ich finde, dass der Service da recht nachgelassen hat. Also auch allein, sag mal, diese Abgabe in Hamburg ist recht unpersönlich. Ich würde sogar sagen, unfreundlich. Wollen Sie den Schlüssel? Kriegen Sie dann per Mail. Alles andere ist dann so und so und so. Es geht also immer ein bisschen extrem schwierig zu damit sagen. Ich will damit sagen, dass die Werbeplakate alle so unglaublich toll und vieles und schönes versprechen, aber die Realität völlig anders aussieht. Und man fragt sich natürlich als Vielflieger, warum ist das so? Naja, man kann die Dinge nicht ändern, aber ein Teil natürlich schon, indem ich also hingehe und sage, dann buche ich da einfach nicht mehr. Dann komme ich aber irgendwann an diese Frage, da gibt es keine Leihwagenfirma mehr, wo ich buchen kann. Ja, dann darf ich eben keine Leihwagenfirma mehr fahren. Dann würden alle keine Leihwagenfirma mehr fahren. Und was würde passieren? Der Service käme zurück. Die würden ja dann pleite gehen. Das wollten sie ja nicht. Interessante Idee. Ist ein bisschen philosophisch, aber interessant. So, und jetzt zum Check-in. Ist natürlich Hamburg Airport, ist immer die Grundfrage, haben die genug Strom? Kleiner Scherz, ist natürlich nur ein kleiner Scherz. Aber bleibt natürlich jetzt immer an diesem Airport dran kleben, ist ja logisch. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt überhaupt von der einen Gate-Seite zu dieser anderen Gate-Seite? Ihr wisst noch nicht, was ich meine, aber das erzähle ich später. Hamburg ist auf jeden Fall heute extrem voll, weil natürlich der Urlaub so langsam losgeht und wir alle, jetzt in die Urlaubstage starten. Also, das ging hier recht schnell. Und aus dem Grunde kann es jetzt direkt in den Bereich der Security gehen. Und ist in Hamburg, auch hier wieder die Frage, wenn der Strom funktioniert. Ich meine, das müssen die sich jetzt noch ein paar Mal anhören. Weil das finde ich schon interessant. Guck mal, da gibt es dann unsere Fast Lane für Fast Business and Priority. Ist doch meine Lane, oder nicht? Auf geht's. We'll be right back.
Ohne Worte, oder? Also Hamburg Airport ist zurzeit unglaublich voll mit many, many, many people. Oh, man, ich sag, der Duft. Das duftet richtig gut jetzt. Also das war wirklich eine gute Idee. Da geht's jetzt rein. Und ich habe nämlich noch wieder mal ein bisschen Zeit. Und das ist ja angenehm. Hamburg-Paris über Frankfurt. Da hoffe ich ja, dass ich in Frankfurt es noch schaffe, mit dem Chauffeurdienst direkt zum Flieger gebracht zu werden. Normalerweise habe ich ja eingeplant eine Stunde 20 Überbrückung. Das müsste eigentlich reichen. Guck mal, und so ist schon wieder ein neues Spiel entstanden. Das Game ist eröffnet. Und die Überbrückung jetzt bis zum Flieger? Natürlich. Wenn die First Class Lounge die Homebase ist und das First Class Terminal die Super Homebase ist, dann ist die Lufthansa Senator und Business Class Lounge die Grundbase. Das ist gut. Herzlich willkommen in der Grundbase. Moin, moin, Hamburg! Das sage ich nur Hummel, Hummel! Ich meine, das ist doch wirklich eine schöne Geschichte. Also diese Lounge hier in Hamburg hat eine Außenterrasse. Und darum erstmal ein schönes Hello Hamburg! Gleichzeitig aber auch wieder ein Bye-bye, weil es geht ja auch schon wieder los. Ach, guck mal, ein leichter Niesel ist zu spüren. Diese vollgrünen Blumen, die hier überall zu finden sind, muss ich sagen, sprechen oder geben wahrscheinlich das wieder, wie die Lage dieses Airports zurzeit aussieht. Trocken, aber dennoch interessant. Also ich mag das hier, weil man natürlich einen extrem tollen Blick auf das Vorfeld hat. Schau doch mal da raus. Ich meine, guck mal, da steht die Emirates, ja, die jetzt gleich irgendwo hindüst. Da drüben die Condor, die Lufthansa und hinten ist noch so eine Airline. Also hier ist wirklich das Leben pur. Wer also gerne fliegt und diese Vielfliegerei mag, der ist natürlich hier perfekt. Aber wenn man sich jetzt mal diese Lounge, die Senator Lounge in Hamburg betrachtet, da will ich jetzt gar nicht von der Business sprechen. Da gibt es noch nicht mal mehr Champagner. Das haben die gestrichen. Weg. Ich habe mal gefragt, gibt es noch ein Glas Champagner? Nein. Dann habe ich gesagt, okay, nehme ich einen Schluck von dem Prosecco. Es gibt so Prosecco und so Sparkling-Wein. Also habe ich mir so ein Gläschen Prosecco eingepackt. Das habe ich ja mit euch gerade eben begrüßt. Und dieser Prosecco, ja, wie soll man das sagen? Muss man aufpassen, hier ist gerade sehr windig. Dieser Prosecco ist zwar okay, aber nicht kühl. Das heißt also, das steht da einfach irgendwie in dieser Masse von Flaschen rum. Und wäre natürlich schön gewesen, man hätte jetzt einen schönen Sekt- und Prosecco-Kübel gehabt mit Eis und da wäre das drin. Also ich muss sagen, dass die Senator Lounge hier in Hamburg doch sehr nachgelassen hat. Das war mal ganz, ganz toll und ist jetzt, ich will nicht sagen ganz, ganz schlecht, aber geht besser. Ist so, ne? Ah, jetzt wird's laut. Und ich muss mal gucken, weil mein Flieger hat halbe Stunde Verspätung. Also werde ich mal gucken, wie ich da heute mit meiner Stunde Aufenthalt in Frankfurt, das wird wohl nichts. Aber wir sind optimistisch. Wir bleiben positiv eingestellt, genauso mit der Hoffnung, dass es zukünftig in Hamburg am Airport keine Stromausfälle mehr gibt. Und dass es doch wieder besser wird, dass der Service wieder kommt und dass die Pflanzen, naja, hier sehen sie schon ein bisschen besser aus. Aber hier vorne sind die Pflanzen schon, ich glaube, fertig. Also dieser Strauch hier, der hat ausgestraucht. Das war's. Ich sehe das trotzdem positiv. And I'm not coming.
Meine frischen Laugenbrezen, ne, ist schon gut. Aber warm am Prosecco ist eben nicht gut. Also 15 Uhr, Hamburg Airport. Hamburg ist wirklich im Moment schwierig, kann ich nur sagen, weil ich bin jetzt um 15 Uhr in Hamburg und da geht's schon los, halbe Stunde Verspätung für den Flieger von Hamburg nach Frankfurt. Naja gut, okay. Das lässt sich ja immer irgendwie arrangieren, aber es geht ja dann weiter. Es geht ja dann weiter nach Paris. Da habe ich jetzt gerade eine Nachricht gekriegt. Der Flug ist gestrichen. Also ich kriege auf meinem Handy eine Nachricht, der Flug ist gestrichen. Jetzt bin ich mal gespannt. Normalerweise ruft ja dann der Hund Circle auf meinem Handy an und sagt, Herr Schröder, Flug ist gestrichen. War noch kein Anruf da. Wahrscheinlich deswegen, weil ich jetzt erstmal nach Frankfurt fliege und dann dort in die First Class Lounge gehe. Guck mal, da komme ich ja doch noch da rein. Ich meine, das ist doch genial, oder? Ich komme also noch in die First Class Lounge rein. Da muss ich jetzt erst noch mal ganz entspannt hier stehen. Das ist ja eine ganz fantastische Nachricht eigentlich. Ja, nicht für jemand, der jetzt, ich weiß nicht, stressig da irgendwo hingeht, aber für mich ist es natürlich besonders schön, weil dann kann ich doch noch in die First Class Lounge. Und ich meine, das Spargelmenü war großartig. Könnte ich noch mal ein kleines Spargelmenü probieren? Das sind doch Aussichten, oder? So, die Piloten streiken in Paris. Das bedeutet aber dann morgen mein Anschlussflug von Paris nach Zürich. Optimistisch. Komm, das ist ja erst morgen. Da brauche ich also heute noch gar nicht drüber nachdenken. Jetzt erstmal nach Frankfurt und dann dort in die First Class Lounge. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Wird sehr lustig. Und schön. Ich meine, A46 ist aber auch wirklich am A der Welt. Das kann man gar nicht anders sagen, ganz ehrlich. Und ich meine, das ist jetzt, ich glaube, ich bin da völlig in eine ganz falsche Richtung gelaufen. Müssen wir mal gucken. Ach hier, nee, war richtig. Aber das waren eben die Menschen, die angeschlagen haben, die Schlange angestanden haben nach Paris. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht es denn aus nach Frankfurt? Und das hinter mir ist, darf ich gar nicht sagen, die Airline, die darf ich gar nicht erwähnen. Ich meine, das darf man gar nicht fliegen, sowas. Ich meine, da war ich auch letztens erstaunt. Da musste ich bei Frankfurt Flyer, einer meiner Lieblingsblogs, ja, musste ich lesen, dass die mit dieser irischen Airline fliegen. Und sogar noch einen Tipp gegeben haben, wie man damit gut fliegen kann. Ich meine, damit kann man schon nicht gut fliegen. Deswegen kann man auch gar keinen Tipp geben. Also liebe Flyer da unten in Frankfurt, das ist geht zu mir jetzt erstmal ein verbales No-Go. Priority und Business und es geht los von Hamburg nach Frankfurt. Das ist schon eine sehr schöne positive Nachricht.
ersten Mal. Mal verstauen, es muss nur sicher sein. Quetschen Sie das Gepäck auch unter Ihren Fußraum. Sollten wir Gepäckstücke ausladen müssen, ist der Slot mit Sicherheit weg und es bedeutet für alle gut und gerne 2 weitere Stunden Verspätung. Also bitte helfen Sie uns mit, dass wir um 45 hier in Hamburg starten können. Und sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich sich auf dem Sitzplatz einfinden und alles gut verstauen. Vielen Dank. Good afternoon, ladies and gentlemen. Your pilot speaking. Welcome aboard. Sir, for the late departure today, reason is the restrictions due to the weather between Hamburg and Frankfurt and Hamburg itself. So, for this return flight, we do have a slot time as well, a pretty tight slot time. We have to match. Was für eine Hammeraktion! Also, ein 2-Stunden-Slot. Ich aus der Maschine, gedacht, es kommt noch eine Nachfolgemaschine, die ist aber gestrichen worden. Zwischenzeit den Horn Circle am Apparat. Und mit diesem Horn Circle Service, der mir dann gesagt hat, fliegen Sie auf jeden Fall, setzen Sie die Maschine, wir haben einen Anschlussflug für Sie schon gebucht, vertraue ich jetzt sozusagen in meinen Horn Circle. Ach Mensch, der Horn Circle Service. Was soll ich sagen? Wie immer vom Feinsten. Na, und jetzt ist auch noch jemand umgekippt. Das ist noch viel schlimmer. Jetzt komme ich gar nicht da durch. Jetzt müssen wir warten. In diesem Stress, in dieser Paniksituation, das war für jemanden zu viel. Jetzt warten wir und harren die Dinge, die da kommen. Auf jeden Fall erstmal wieder zu meinem Horn Circle Service. Ihr seid supermäßig. Der Senator, die Damen und Herren da oben am Schalter, großartig. Wir haben also sagen, das alles zusammen gemacht und haben das perfekt hingekriegt. Und jetzt haben wir die gute Hoffnung, sollte alles klappen, ich nach Frankfurt kommen, dann weiter nach Paris, dann schaffe ich morgen meinen Anschlussflug. Also sind wir doch optimistisch. Prima. Auf geht's in die Maschine. So, jetzt ist es wichtig zu entscheiden, möchte man mit einem Anschlussflug noch 2 Stunden Wartezeit, Wechsel des Gates, Wechsel des sogar der Airline. Das heißt, ich fliege jetzt weiter mit Air France.